Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dale and Dawson. Neben Klotzi und mir, dem Eni, sind heute mit dabei Johnny, Junior, Johannes und Maui. Oh, bitte nicht wieder Manager. Sehr gut. Round every time. Wie sprintet man eigentlich? Ah, nicht. Wenn man Kaffee trinkt, muss man Kaffee trinken. Ah. So, schauen wir mal. Da haben wir ja schon was, das können wir gleich schreddern. Wo ist denn mein Arbeitsplatz? Das ist Glotzi? Das ist auch nicht meiner. Hinten ist meiner. Ach, da oben. Lol. Hallo. Wie ist denn der Kopierer eigentlich? Ah, hier. Ja, ja. Guten Tag, Herr Manager. Herr Manager. Manager. Hey, Herr Manager. Sie müssen mal ganz gut. Ja, komm mal gerade mit. Komm mal gerade mit. Im Anbau, ne? Hier, ja, ist meine Schreibtisch. Gib her, das. So. Die Fischer Katzen, sehr schön. Herr Manager? Wo ist denn der Manager? Ist ein Virus! Hallo? Herr Manager? Hallo? Der Manager ist ein Arsch. Herr Manager, so. Ich bräuchte einerseits hier meinen Computer entsperrt und andererseits das Dokument. Dankeschön. Ja, ich will hier die Hände schütteln. Dankeschön. Der erinnert sich kack. Manager? Ich hab's hinter. Auf ein Wort. Plötzlich, soll ich noch was tun? Ja, bitte Manager? Den Computer entsperren. Einfach hinsetzen und was eingeben. Kann ich Manager? Nicht. Etwas eingeben. Du musst einfach in das Passwortfeld hineinklicken und zum Beispiel 1111 eintippen und danach auf den Button drücken. Ich glaube, Eni ist gut. Johnny hat Eni. John hat gerade gemeint, du bist gut. Hilf mir. So, nachdem ich Assistent bin, wen reite ich hier rein? Junior war unten, als mein Computer bis verseucht war. Entschuldigung. Ah, der Döner war nicht gut. Geht schon. Ich wollte gerade nachfüllen und dann hockt einer. Ja, der Döner war nicht gut.
hier auf. Jetzt wollen die Mitarbeiter aber scheißen. Herr Manager, okay. Ja. Manager, ich müsste mir einen Gefallen tun. Sie müssen mich auf meinen Arbeitsplatz und meine Aufgabe backen. Moment. Eni, kannst du was mit dieser Diskette anfangen? Nö. Nö. Kann man kurz Hände schütteln. Möchtest du sie mitnehmen? Ja. Jo. Hey. So, mit wem sollte ich jetzt mitkommen? Ah. Ja. Ich möchte gerne Hände schütteln. Hallo. Hallo. Eni. Nein, ich brauche. Geben Sie bitte einfach irgendeinen Platz. Gehen Sie an den PC. Ey, ich. Kann mir jetzt jemand Hände schütteln, bitte? Ja. Hallo? Einfach hier Edi. Bitte den Herrn Nobon hinsetzen. Edi! Hallo? Ich brauch eine Hand. Ah, danke schön. Jetzt kann ich auch wieder weiter. Ich hatte da vorher aber nur Spank stehen. Manager, machen Sie mal Ihr Büro. Warum war da eine Diskette? Weil die lag bei. Die lag da am Tisch? Beim Herr Strauß am Tisch. Also nur Info, die hier lag bei mir und Sie haben ja hier selber auch noch eine. Hä? Reit doch gerade noch Sie eine. Sie haben nicht an die zwei. Keiner. Herr Manager, können wir mal kurz uns unterhalten in Ihrem Büro? Ich finde das gerade äußerst verdächtig von Herrn Strauß. Es lag gerade nur eine Diskette am Boden. Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Und Herr Strauß hat da auch einmal eine zweite. Ich muss mal sagen, ich bin mit der Situation komplett überfordert. Ich würde gerne, hast du einen sehr verbundenen, da würde ich mich gerne abwählen lassen, wenn das geht. Das geht, glaube ich, nicht. Wir müssen das jetzt auch, doch, das geht. Wir müssen das nur abstimmen. In einer Minute muss ich ein Meeting einberufen, sonst bin ich raus. Eni ist ansonsten recht vertrauenswürdig. Okay, warte, wir müssen abstimmen. Komm mit. Ja, dann Strauß raus. Ja, ich brauche den Schlüssel. Okay. Aber dann hat irgendjemand deinen Schlüsselbund geklaut. Weil die Türen kann ja nur jemand zusperren, der ja, einen Schlüssel hat. Mir jemand hatte mir den geklaut eben, ja. Kaffee wurde weggenommen, das finde ich scheiße. Das macht gar keinen Spaß. No one. So, Herr Manager, möchten Sie noch was sagen? Ja, hier ist nicht jeder zum Rapport angetreten. Bin doch da. Nur ja, zu spät. Sind alle zu spät da. Ist doch okay. Ich bin immer zu spät. Ja, ja. Das stimmt. Immer da, wenn ich denke, dass klar sein soll. Hallo. Genau, die 37 Sekunden bleiben noch. Ich bin, um vorsichtig zu formulieren, mit euch sehr überfordert. Ihr arbeitet mir alle sehr zu durcheinander. Ich kann noch überhaupt keine Prognosen abgeben, wie unsere nächsten Wochen hier ablaufen. Ich würde nur mal wissen, was hier so jeder die letzten Minuten getan hat. Wir fangen mal an mit Ihnen, Herr Eni. Also. Nur ein, zwei Sätze. Bitte. Sie haben 20 Sekunden. Bitte fassen Sie sich kurz. Okay, Verzeihung. Ich war kurz Kaffee trinken. Kleines Päuschen zwischendurch. Und wollte dann jetzt gerade. Haben Sie sich auch eine Zigarette angemacht? Nein, nur Kaffee. Warum nicht? Nach dem Spiel. Nach dem Spiel. Die 20 Sekunden sind um. Aber ich habe hier einen Eni beim Klopapier auffüllen gesehen. Ich möchte anmerken, dass Mr. No One sowohl Kaffee getrunken hat, als auch einen Tucker gejellied hat. Ansonsten hatte ich die letzten 20 Sekunden nichts zu tun, weil ich meinen Task fertig hatte und ich habe schon mal eine Toilettenrolle geholt und den Toiletten getragen, falls jemand die Toilettentask hat. Alles so, klar, Herr Kaju. Nächster. Nachdem ich etwas bestellen musste, kam mir No One entgegen und hatte sein PC gesucht und auf einmal lag da eine Diskette, eine infizierte. Ich bin nicht sicher, wer genau was, aber lag zwischen mir und Eni seinem Tisch am Boden, wo ich auch im Manager dann gezeigt habe und danach habe ich die Katzen gefüttert. Oh lol, es gibt auf Tab eine Karte.
Also ich möchte nur sagen, dass... Also wer hat mich jetzt beides angeschuldigt? Der Herr Strauß und Herr Jogo, richtig? Ich habe nur gesagt, du hattest zwei rote Aufgaben. Das kann natürlich sein, aber... Ich möchte nur sagen, dass Herr Strauß eine Diskette fallen lässt. Du liest aber mit Jelly rum. Weil ich gerade beim Manager war und ihm erzählt habe, dass bei mir eine Diskette am Boden war. Ich war ja, aber auf einmal waren zwei Disketten vor dem Manager. Ja, aber ich hab, wie gesagt, ich hab den. So, ich muss jetzt noch ein bisschen reagieren. No one. Hatte in der Hand. Ah, okay, ich werde sterben. Nein, dann. Hier stirbt keiner, geht an die Arbeit. Du hast noch 30 Sekunden. Du musst 30 Sekunden fallen. Ich mach erst meine Arbeit weiter. In 30 Sekunden musst du den feuern. Ich bin raus. Oh, Scheiße. Werde ich dann Manager abwählen, wo geht das? Was geht das denn in einer Minute 30? Joku. Also, Herr Manager, als Ihr getreuer Assistent, möchte ich nur sagen, dass... Nein, Johannes wurde gefeuert, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, ich weiß. Ach so, ja, warte, stimmt ja. Ah, jetzt check. Okay. Du musst eine Mail schreiben an jemanden, der nicht in meinen Kontakten ist. Du bist jetzt Hausmeister. Was ist noch nicht ganz mit... Ah, okay. Wer ist denn jetzt Manager eigentlich? Johnny. Das ist okay, glaube ich. Aber ich möchte nur sagen, dass Herr Strauß gerade bei mir den Tacker verklebt hat. Ich habe ihn gar nicht verklebt. Ja. Bei welchem Computer? Hier, bei diesem Computer. Habe ich nicht verklebt. Du warst aber gerade in der Nähe. Das kann nur der Hausmeister. Das kann nicht nur der Hausmeister Junior, das kann auch jeder. Herr Joko? Wo ist er denn? Hier? Ist er hier? Nein, ist er nicht. Natürlich nicht. Whatever. Herr Manager, ich bräuchte ja. Hey, Herr. Haben Sie mich jetzt wirklich eingesperrt? F drücken und dann kannst du aufsperren. Du kannst aufsperren, die Türen. Dankeschön. Geht das? Ja, es geht tatsächlich. Schau mal kurz vorher noch, wenn jemand was sagen will. Also, Herr Manager, ich möchte nur sagen, dass Herr Strauß gerade den Hausmeister beschuldigt hat, den Tacker verkleistert zu haben, dass das nur der Hausmeister kann, was nicht stimmt. Das kann dann jeder. Hausmeister und Faulenzer. Ja. Das kann auch ein Spezialist machen. Kurz, Herr Günther Lottenstein, da Sie Assistent sind, ich glaube eher, dass Sie es sind. Der, wo hier ich war gerade mit dem ehemaligen Manager, war ich hier noch in dem Raum, bin zurückgegangen, Sie sind von meinem Tisch weggegangen und der Tacker war verkehrt. Ich bin nicht von Ihrem Tisch weg, ich war dann... direkt da in den Managerbereich reingekommen, also in das Büro da. Aber ich bin davor, war ich an ihrem Tisch, neben ihrem Tisch, weil ich gesehen habe, zwei Leute sind drin am Reden, ich weiß nicht wer. Dann gehe ich rein, sehe einen Assistent und einen neuen Boss. Und dann werde ich von ihnen beschuldigt. Da sind Sie schon das erste Mal von dieser Tür weggegangen, wo direkt davor mein Tisch war. Und als ich dann mit dem neuen Manager drinnen war in dem Raum, sind Sie da. Was passiert? Was besser aus. Okay. Der macht nur Bullshit. Ich glaube, die Server sind ausgefallen. Nee,
Dann bitte alle Türen aufschließen. Der Manager, ja. Weil der Hausmeister hat einige Türen abgeschlossen. Einige ist gut. Ziemlich alle, oder? Also ich muss mich als Assistent jetzt mal ein bisschen was austragen. Nur so eine Info. Wenn ich an meinem Tisch gehe, kann Computer benutzen, Tasse aufheben und wenn ich will, eine Zigarettenschachtel nehmen, aber ich kann nicht ankleben. Ja, wahrscheinlich hast du keine mehr. Weil ich auch nie hatte. Da liegt die Maus doch. Na, es geht ihm wohl darum, dass er keine Diskette machen kann. Nee, Klebezeug, wo du da die ganzen... Er weiß ganz genau, dass das was anderes ist. Was ist denn mein PC? Ein PC? Oh, jetzt sind die Schau wieder aus. Manager, können Sie das unterschreiben? Der Manager ist hier, Herr Manager. Ja, aber der geht nicht, das ist nicht meiner. Wird auch im Hart keinen PC an. Herr Manager, ich platziere Ihnen das da unten in Ihrem Fach. Aha. Im Büro vom Manager dann. Ja, ich habe auch gerade dem Herrn Manager. Herr Manager, bitte machen Sie ein Meeting, ich werde falsch beschuldigt. Ich habe noch Zeit, aber ich höre es mir gerne an. Von Junior, oder wie? Herr Strauß hat mich gerade beschuldigt, in Ihrem Büro gewesen zu sein, obwohl ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ich Ihnen ja das Dokument am Tisch lege. Ich hatte also allen Grund, in Ihrem Büro zu sein. Herr Strauß hat mich gerade beschuldigt, in Ihrem Büro gewesen zu sein, obwohl ich Ihnen gerade gesagt habe, trinken wir ein Bier. 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 Oh. Das für ein Blatt, das hier liegt. Was ist das für ein Blatt? Keine Ahnung. Achso, du hast deinen Maus, okay. Ja, mein Tasti, Mann. Ich kann nicht. Nehmen wir was aus dem Drucker. So schreiben wir das geschwind. Wir haben jetzt alle einen Arbeitsplatz. Ach, da ist der Eni. Toll. Der Penner hat seinen Arbeitsplatz verlegt.
Scheinbar. Hallo, wo arbeite ich denn jetzt? Hier. Ich will gucken, ob ich jetzt meinen PC wieder benutzen kann. Aber nö, kann ich nicht. Nein? Ja, keine Ahnung. Ihr macht es schon, ihr müsst ganz fleißig Arbeit machen. Ja, jetzt müsst ihr eh nicht. Hier. Glaubt man gar nicht, dass die alle da unten jetzt sind. Da liegen noch... Stromausfall, wo sind die? Ah, hier, Server. Glotzi, warst du in meinem Raum? Ja, voll gerade. Warum schließt du Türen aus? Dass niemand in die Küche mal hineingehen kann. Ich habe mir extra den Schlüssel geholt, der war unten in deinem Raum. Okay. Ich kann da den Schau hier, ich leg dir den. Ups. Okay. Jetzt bin ich ein trauriger Glotzi. Yippie! Jetzt bin ich ein glücklicher Klotzi. In der Küche. Achso, Schreibtisch weiß ich nicht, aber ja, war in der Küche. So, mal geschwind eine rauchen. Server zu fixen. Du kannst Feuer eigentlich nicht gewesen. Wobei wir haben. Entschuldigung, ich habe den Server gerichtet. Wir haben wahrscheinlich auch zwei Slacker, oder? Wir haben zwei Slacker, ja. Mann, ich wollte dich gerade clearen, weil du das Feuer nicht gemacht hast. Aber. Inigo, ja. Weißt du, was das Feuer geschrillt hat? Ich war oben in Enex. Akten sortieren. Also diesen, den Schrank. Und Herr Strauß, wo waren Sie, als das Feuer geschrillt hat? Davor noch gerade die Katzen füttern, danach hatte ich wieder Pause. Keine Aufgaben mehr. Ich muss aber dazu sagen, Herr Strauß blamet mich schon die ganze Runde. Ich will noch an was erinnern. Ja. Sie wollten mich doch gerade klären. Sie haben doch einen gewissen Hausmeister auch rausgeworfen, der wird doch wohl nicht gut gewesen sein, so wie. Ja, doch, der war gut, weil er war vorher Manager. Das ist mir dann leider auch aufgefallen. Ach ja, nee, es geht nicht, dass er vorher Manager war. Doch, weil er gefeuert wurde. Ja, er hat keinen rausgeschmissen. Aber dann wurde er, ist er dann nicht komplett rausgeschmissen? Nein, wenn du als Manager jemanden rauswirfst, bist du ein Hausmeister und der Hausmeister wurde dann gefeuert. Und wo ich gerade war, ich habe das Toilettenpapier nachgefüllt, dann ist der Server ausgefallen, dabei ist der Alarm losgegangen, ich habe jetzt den Server gefixt und bin ins Meeting da wieder hergekommen. Ding ist, ich bin mir sehr sicher, dass ich jemanden im ganz weiß aus meinem Büro abkommen sehe und dann lag da eine Floppy-Disk.
Ich glaube, das ist einer von euch beiden. Da lagen aber schon drei Properties die ganze Zeit schon mit dem ehemaligen Manager Johannes. Okay. Was mache ich jetzt? Das, waren ja die, das war ja die zweite Floppy Disk, wo ich noch immer Herrn Strauß im Sass habe. Dann kann ich mit meinem Hund rausgehen, alles gut. Ich habe noch immer Herrn Strauß im Sass, weil die zweite Floppy Disk, die dann vor dem Managementbüro am Boden lag, ist auf einmal gespawnt, als er gemeint hat, da liegt ja eine Diskette. Und das hat Herr Johannes auch gesehen. Nur zur Info für dich, Herr Assistent. Ich weiß nicht, weil die zweite Diskette hatte der ehemalige Boss-Manager noch in der Hand, weil er die gefunden hat oder irgendwie übergeben. Nein, er hatte keine Diskette in der Hand. Und dann hat er die ins Büro gelegt. Ich habe die, wo bei mir lag, auch ins Büro gelegt. Dann waren da zwei Stück. Ich habe nichts gemacht. Oh. Hä? Oha. I'm sorry. Hey, wo ist denn der jetzt? Verstand man nicht. Okay, naja. Aber fixen. Lol, ist nicht auch Hausmeister oder ist der instant weg? Ich bin instant weg. Ich kann aber die Treppen nicht hochgehen. Auch nice. Buhu, buhu, ich bin ein Geist. Hausmeister oder ist er ganz weg? Es gibt nur einen Hausmeister. Also. Ah, okay, das ist super leider. Ich kann aber jetzt wirklich nicht hoch in den zweiten Stock. Was ist denn das für ein Beschiss? Eni, rette uns. Du machst das schon. Aber mich würde interessieren, warum ich Johannes jetzt. Nicht Johannes. Na, Johnny war das. Hey, da ist er ja, der Hausmeistergeist. Oh nein! Wie kam der. Was ist das Falsche? Wo ist denn der Manager? Nein. Manager. Kannst du mich hören? Ja. Ein Autogramm bitte. Ja. Muss stoppen. Ja. War die falsche Taste. Dankeschön. Also ich bin jetzt gegen Sie als Manager, weil Sie nicht ja bei Ihnen keine Aufgaben erfüllen. Das ist ja. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann meine Aufgaben auch nicht. Ja, ich bin trotzdem gegen Sie. Der Manager ist unfähig. Lol, wird er jetzt als Manager abgesetzt? Meeting. Jetzt müssen alle gegen ihn voten. Vote jetzt gegen ihn. Kann man ja nie Aufgaben machen. Ich bin aktuell gegen den Manager, weil er blockiert mich mit meinen Aufgaben. Ich kann nichts tun. Zeit, ich hab keinen Tisch. Also ich kann einfach nicht diesen Bericht bei ihm ablegen auf deinen Schreibtisch. Ich kann meine Aufgabe auch nicht machen. Ja, das ist der Schaß halt mit dem Platzieren von den Computern. Ich kann ja auch nicht die Aufgaben lösen, aber ja. Was wäre eine von den Zauberstern? Also ich würde Sie gerne nicht mehr als Manager haben und wenn die Kollegen dafür sind, dann bitte vorne seine rote Box dafür. Aber leider kann man ja erst nach anderthalb Minuten voten. Bis dahin hat der Manager wieder. Die rote Managerbox wird jetzt funktionieren. Ja. Nice. Mann, Jonathan. Der nice. Das war richtig. Oh, aber ich find's geil. Auch, Mann. Ich muss wie beide Assistenten. Slacker waren. Warum hast du mich jetzt eigentlich dann gefeuert? Was von allen noch am sassesten, aber ich wusste es echt nicht. Warum war ich von allen am sassesten? Juni hat die ganze Runde. Ja, aber du hast die gleichen Tasks gefaked. Du hast immer was gedruckt und dann bist du zum Drucker gegangen und hast geschreddert oder so.